Gegen bis schwere Panzerung. Okay. Warte mal, du. Nee, das ist, glaube ich, nicht so gut gewesen, weil jetzt kann er uns beide treffen, glaube ich. Wenn er sich jetzt einfach nach unten dreht und bumm macht. Ach, und das Monster nimmt er nicht mit. Ach, das wäre doch jetzt schön gewesen. Hätte er seinem kleinen Monster da hinten auch noch geschadet. Aua, aua. Ich hoffe, den Ovich kriegen wir da hinten gerettet. So, okay. Er ist nun wutentbrannt. Das könnte man natürlich zum Vorteil nutzen. Wie viele Punkte hat er noch? 6. Dann ist er schon mal raus, Nikolaus, würde ich sagen. Ja, Wunderbärchen. Einer weniger zumindest schon mal. Ja, ihm würde ich mich jetzt nicht direkt gegenüberstellen. Das macht, glaube ich, so keinen Sinn. Und er hier, hoffe ich mal, wird... Oh, ich habe mich voll da falsch platziert. Sich weiter mit Obelch beschäftigen. Okay, 84 hat er noch. 1, 2, 3. Ich könnte versuchen, ihn hier zu betäuben. Hoffen wir, dass wir treffen und... Betäubungsschutz. Ach komm, Junge, du bist doch gegen alles geschützt, oder? Gleich hat er noch einen Flammenschutz oder irgend sowas, ja, also Imbar oder so, ja, also ist ja nicht mehr schön. So, jetzt habe ich mich auch noch eingesudelt hier mit lecker Tee. Sehr schön. 5 plus 2. Betäubt und wutentbrannt. Wie kann man denn bitte betäubt sein und wütend werden? Also ich glaube, mein Schwein pfeift oder so. Also ich glaube, diese Status passen irgendwie nicht zusammen, oder? Entweder ich bin betäubt und merke nichts oder ich werde sauer. Aber so beides, ich weiß nicht. Na gut. Ich glaube, wir werden jetzt doch mal diesen Granatenwerfer hier benutzen. Müsste ihn auch treffen, oder? Eigentlich alle beide. So wie ich das sehe. Ja, wunderbar. Und brennen tun sie beide gut. Das freut schon mal sehr. So. Trantinier. Was machen wir mit dir? Ja, mehr als brennen können sie nicht, glaube ich. Ne? Vielleicht noch eine Granate drauf. Kann man die schräg werfen? Ja, das geht. Dann sollte das auch nochmal gut tun. Waffenskill verbessert und Ovich ist immer noch betäubt. Das gefällt mir nicht. Aber na gut, ich hoffe mal, die werden relativ guten Schaden jetzt durchs Feuer einstecken schon mal. Und schauen wir mal, wie wir aus dieser Zwickmühle nochmal rauskommen. Jetzt betäubt nicht bitte den nächsten. Das wäre böse. Ja, wunderbar. Gleich sind wir hier alle drei betäubt, oder? Okay. Er hat noch 47. Du hast noch 2 Punkte. Ja, noch eine Granate wäre eigentlich irgendwo Verschwendung. Sag mal hier, Wodkaflasche, okay. Kann man den auch trinken, vielleicht hilft's. Ja, Gift ist er ja immun gegen. Noch eine Granate ist Schwachsinn. Könnt ihn ja einfach abschießen. Und dann hoffen, dass der andere nicht viel machen kann. Ja, so viel zieht's glaube ich nicht, ne? So, also du bist erstmal raus, Nikolaus. So, genug gekaspert.
Ich hab noch 28 Punkte, warum sagt mir das keiner? Okay, wenn ich betäubt... Das meine ich ja, ne? Wenn ich betäubt bin, kann ich mich weder drehen noch irgendwas. Sondern ich bin einfach betäubt. Wobei, es gibt ja auch Betäubungszeug, was... Aber dann wäre man eigentlich gelähmt und nicht betäubt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube... Sullivan hat noch einen Punkt. Ich hau mich weg. Okay, er hat noch 32. Das werden wir so nicht überleben. Der gibt 50, 60, 80 Punkte sogar. Dann, ja, hoffen wir doch, dass das hilft. Und ich werde mich mal ein Stückchen hier möglichst abseits stellen. Dass er nicht beide treffen kann, möglichst. Ich weiß nicht, wie weit kannst du wandern? Ja, bis da hinten hin, also er könnte auch beide treffen. Es ist super. Nee, er hat sich Trantigny ausgesucht. Oh, Ovech ist wieder von der Partie. Das freut mir sehr. Und du hast noch 17 Punkte. Mit dem MG könnten wir, ja, wir sind jetzt leider irgendwie zu weit weg. Aber ich glaube, mit dem MG können wir schon mal relativ gut punkten. Das Feuer sollte das Übrige ergeben. Eigentlich. Okay. Ansonsten, ich würde sagen, du gibst ihm jetzt noch vielleicht eine Bandage. Damit, falls er jetzt doch noch mal angreifen können sollte. Und stellt sich weiter weg von ihm. Entschuldigung. Dann sollten wir das alle überleben können. Aber ich hoffe, das Feuer zieht die drei Punkte auch ihm weg. Und damit haben wir doch noch diese Zwickmühle überlebt. Also ich weiß ja nicht, wenn das so weitergeht, ob wir das Spiel wirklich durchkriegen. Ich weiß, ich habe es damals wirklich durchgesuchtet und es ist nun mal schon ein paar Jahre her und ja, es wird ja selten mal leichter. Oh my goodness. Okay. Heidi Witzka, das war jetzt gar nicht nett. So, dann würde ich sagen... 77 Bandagen auf jeden Fall können wir verteilen. Also jeder so 100 Punkte plus, das wäre schon mal super. Das wäre nice. Aber schön, dass wir jetzt wissen, dass wir die Tränengasgranate... Ach, da steht ja auch Granate. Ja, okay, ich dachte gerade an Granatenwerfer vorhin, oder ja, ne? So nach dem Motto Granaten für den Granatwerfer, weil die Dinger sehen auch so aus, als würden sie in einen Werfer oder so gehören. Sieht ja nicht aus wie die Handgranate oder so, ne? Also, okay, das sieht mehr aus wie eine Rauchgranate oder so. Hm. Naja, okay. Aber die könnten wir dann auch nochmal besser verteilen vielleicht. Vielleicht werde ich noch... Ja, hier vielleicht die kleinen Pflaster hier verwenden. Genau, das wäre gar nicht schlecht, dass wir das gröbere oder größere, besser gesagt, für später aufbewahren. Und jetzt eher so kleinere Dinger benutzen. Dann haben wir auch wieder mehr Platz im Inventar. Das klingt hier irgendwie komisch. So, 30 HP, okay, das würde auch hinhauen. Und zudem würde ich jetzt erstmal speichern wollen, bevor wir uns jetzt wieder bewegen, in die nächste Falle tappen. Vielleicht hier die Granaten und so mal ein wenig wieder umsortieren. Ich mache es ja extra on-screen in dem Sinne. So, jetzt hast du zwei und du kriegst...
Ja, warte mal, er hatte mehr Granaten, ne? Ja, jetzt hat er auch nicht mehr Granaten mehr, aber egal. Du bekommst jetzt auch noch eine und dann sollten wir alle Optionen wieder soweit haben. Oh my goodness, das sieht alles nicht so gut aus. Aber naja, so ist es halt. Wir müssen weitermachen und schauen, ob wir durchkommen. Ansonsten, ja, ich speichere ja mehrere Spielstände. Wenn es nicht so ist, dann müssen wir irgendwo wieder neu ansetzen und das Ganze versuchen, besser hinzukriegen. Aber ich hoffe, ja, ihr seid auch so gespannt wie ich, ob wir es denn schaffen werden.